Wir beginnen heute die Apostelgeschichte Kapitel 12 zu lesen, Verse 1 bis 19. Gottes Macht kennt keine Grenzen. Wir hatten ja zuvor gerade von dieser Erweckung gelesen in Antiochia und wie viel Freude aufkam durch diejenigen, die das Evangelium hörten und sich hinzugliedern ließen. Und auf der anderen Seite in Jerusalem gab es wieder eine Verfolgung. Davon lesen wir jetzt. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So würde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehen ist durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viel beieinander waren und beteten. Als er aber an das Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Zur gleichen Zeit, als diese große Freude in Antiochia stattfand und auch zu der Zeit, als Propheten von Jerusalem nach Antiochia kamen und die Liebe dieser dortigen Brüder und Schwestern prüfte, indem er anzeigen konnte, dass eine große Teuerung über den Weltkreis gehen würde, was ja unter dem Claudius geschah, und alle ihre Sammlungen zusammenlegten für die Brüder und Schwestern in Jerusalem, und auch Saulus und Barnabas das überantworteten, dass sie dahin gingen, fand zugleich eine andere Form der Verkündigung des Evangeliums in Jerusalem statt.
Die Verkündigung des Evangeliums ist völlig unterschiedlich. Die einen verkündigen sie mit den Liebesgaben für den Nächsten. Die anderen verkündigen sie in der Weise, wie sie Schwierigkeiten überwinden. So gibt es in der ganzen Welt auch unterschiedliche Art der Verkündigung. Die einen verkündigen ihren Heiland mitten in der Verfolgung, indem sie bei ihm bleiben, indem sie zeigen, dass Christus der Herr ist über allem. Und an anderen Orten verkündigen wir es durch die tätige Liebe, der Hilfe am Nächsten und die Einladung, zu Christus zu kommen. Alles ist Verkündigung. Wir dürfen nicht das eine nur als Verkündigung ansehen, sondern auch die Notumstände sind Verkündigung. Denn was hier passiert ist in Jerusalem, das war gewaltig. Eine Verkündigung in der größten Not. Petrus im Gefängnis. Die Gemeinde traurig, betend und flehend, erfuhren und erlebten, dass Gottes Macht nie zu Ende ist. Andere kriegten das mit, viele wunderten sich, manche wurden irre daran, wie geht sowas zu, andere bekehrten sich. Eine wunderbare Verkündigung, auf eine andere Art. Deswegen sollten wir das vielleicht auch auf unser Leben immer wieder übertragen. Auch die schweren Tage, die uns ereilen, sind Verkündigungstage. Krankheitstage sind Verkündigungstage. Oder soziale Schwierigkeiten in unserem Leben sind Verkündigungstage. Nämlich, wie gehen wir damit um? Das sehen die Menschen. Wie gehen wir damit um? Wir bleiben nicht im Leid stecken, sondern in unserem Leben, was auch geschieht, wollen wir deutlich machen, dass Gottes Macht niemals zu Ende ist und keine Grenzen kennt. Es war also die fünfte Verfolgungswelle nach dem Pfingstgeschehen, die hier in Jerusalem ausbrach. Ich will zunächst mal auf diese eingehen, die diese Verfolgungswelle betrieben. Es wird also nicht deutlich beschrieben, warum Herodes Agrippa der Erste die Christen erneut verfolgte, außer das, so haben wir es gelesen, er Gunst bei dem Volk suchte. Und zwar bei den liberalen und ungläubigen Juden. Die wollte er auf seine Seite ziehen. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert und sah, dass es den anderen gefiel. Und wenn man das Gefühl hat, etwas Gutes für die anderen getan zu haben, und dadurch geehrt wird, möchte man weitermachen. Er wollte die Gunst des Volkes haben. Also, dann müssen wir noch jemanden töten. Das gefällt den Leuten und dann werden sie mir Zuspruch geben. Herodes war ja ein Günstling Roms. Er wollte zur Zufriedenheit des Kaisers seine ihm anvertrauten Untertanen regieren, benötigte allerdings ihren Zuspruch. Wir sehen das ja auch in unserer heutigen Zeit. In unserer heutigen Zeit zu regieren, ist ja nicht leicht. Und die da regieren, was suchen sie? Den Zuspruch der Bevölkerung. Denn wenn sie den nicht kriegen, dann werden sie bald abgesetzt. Dann werden sie bald von ihrem Amt verjagt. Deswegen muss man etwas unternehmen, dass das Volk einem, zumindest zu einem gewissen Teil, zuspricht. Doch das sind ja nur vordergründige Gründe, die wir nachvollziehen können, warum Herodes die Christen und somit Christus verfolgte. In Wahrheit war es die fleischliche Gesinnung. Die materielle und fleischliche Gesinnung macht jeden Menschen zu einem Verfolger Christi. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, sagt der Herr Jesus so ein markantes Wort, habe ich auch früher öfter für mich gelesen und darüber nachgedacht und mich auch geprüft, wie ist denn das eigentlich? Da heißt es, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet,
der verachtet mich. Aha, da ist ein Zusammenhang zwischen Christus und den Gläubigen, zwischen denen, die hier über die Erde gehen, und dem unsichtbaren Gott. Wer aber mich verachtet, der verachtet auch den, der mich gesandt hat, den lebendigen Gott. All das schwang mit, als Herodes Agrippa die Christen erneut verfolgte. Er missachtete den lebendigen Gott. Er missachtete den Messias. Er missachtete die, die froh geworden sind in dem Christus, in dem Messias. Es ging ihm um die irdische Regierung, um die fleischliche Gesinnung. Das ist der wahre Grund, den Herodes zu einem Verfolger gemacht hatte, zu einem Verfolger des Glaubens. Es ist hier hervorgekommen, und das können wir auch als Beispiel für viele Ungläubige sehen, es ist der ungebrochene Fluch der Sünde im Leben dieses Herrschers hervorgebrochen. Matthäus 12, Vers 30, wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich, sagt Jesus. Wer nicht aktiv für mich ist, ist immer gegen mich, ob er das nun ausspricht, ob er das nun für sich selber wahrnimmt oder nicht. Er ist gegen Jesus in seinen Handlungen. Sein Großvater, Herodes der Große, Antipas genannt, war ja schon ein Diener Roms. Er war ein Diener Roms gegen die Juden. Und sein Vater, Herodes Antipas, wurde von Julius Caesar zum Statthalter von Judäa gemacht. Alle waren Diener der Feinde, also dienten den Feinden, die gegen Israel waren und gegen die göttlichen Verheißungen, dass der Messias käme. Herodes der Große ließ die Kindlein zu Bethlehem ermorden, weil er Angst hatte, dass er von seinem Thron geworfen werden würde. Statt zu verkünden, der Messias, auf den ihr wartet, ist da, kämpfte er gegen Israel, gegen dieses Volk, von dem er König war, und ermordete die Kinder zu Bethlehem. In der Hoffnung, dass die biblische Prophezeiung zur Erlösung der Menschen nicht eintreffen würde. Aber Paulus hat später auch an Timotheus geschrieben, dass er zwar viel leiden muss um des Wortes Gottes willen, in 2. Timotheus 2, 8 bis 9, aber Gottes Wort selber ist durch nichts gebunden. Es geht weiter, auch wenn sich so ein Herodes aufmachte, die Kinder zu Bethlehem zu töten. Die herodianische Familie fühlte sich ja als Herrscherfamilie über Israel, über Juda. Aber es waren gar keine Juden. Es war Idumäer. Das heißt, sie kamen aus dem Stamme Esaus, Edoms. Sie kamen von dem Bruder Jakobs. Und aus Jakob kam Israel. Waren keine Juden. Idumäer. Sie wollten dort regieren. Sie machten sich zwar in gewisser Hinsicht dem Volke Israel ähnlich, so wie der Teufel sich verstellt als Engel des Lichtes. Und da ist es auch kein Problem, sagt der Apostel Paulus, dass seine Diener sich auch dahingehend verstellen. Ein Idumäer regiert über Israel und will nicht, dass die Verheißungen des himmlischen Vaters sich erfüllen. So war es also auch schon bei den Vorfahren dieses Herodes bis hin zu Edom, zu Esau. Esau war der Erstgeborene von Isaak und Rebekka, aber er verachtete seinen Bruder
Jakob. Er verachtete ihn. Er verachtete auch seine Erstgeburt und nahm die Berufung, Erstgeborener zu sein, nicht wahr. Und zwar aufgrund der irdischen, fleischlichen Gesinnung. Er wollte lieber seinen Bauch füllen mit einem Gericht, Linsengericht, mit einem roten Essen, als die Erstgeburt und das Erstgeburtsrecht auszuschöpfen. Wir lesen das in 1. Mose 25, Vers 32 und 34 auch. Wo er müde vom Feld kam, sah, dass sein Bruder Jakob etwas kochte und sagt, gib mir etwas von diesem Essen. Und er sagte, nein, es sei denn, du gibst mir das Erstgeburtsrecht. Ja, was soll ich damit anfangen? Nimm es doch hin, ich habe Hunger, ich will es haben. Und dann steht ja so ein Satz, dann hat er gegessen, aufgestanden und davon gegangen. Sein Bauch war ihm wichtiger als die Verheißung des lebendigen Gottes, als das Wort. Edom, Rot, darum sind ja, so könnten wir sagen, bis auf den heutigen Tag, schwingen ja auch die Kommunisten, die Roten, die rote Fahne. Das sind die Materialisten, die nur das Irdische suchen. Die sagen, es gibt keinen Gott und darauf brauchen wir nicht achten. Sie sind die Roten. Esau war erzürnt über Jakob, als er merkte, dass sein leichtsinniges Handeln tatsächlich den Segen Gottes der Erstgeburt von ihm nahm. Als Esau merkte, als es um die Segnung ging und merkte, dass Jakob jetzt den Erstgeburtssegen auch vom Vater bekam, hätte er sagen können, ist auch egal, ich habe es ihm doch gegeben. Da erzürnte er über seinen Bruder und nahm sich vor, ihn eines Tages totzuschlagen, ihn aus dem Weg zu räumen. 1. Mose 27, 34 und 41. Gottloses Handeln macht den Menschen zu einem Gefäß des Satans. Das muss man ganz deutlich sagen. Und was wir heute in unserer Welt auch sehen, das ist genau das. Gottloses Handeln macht diesen Menschen oder die Menschen zu Gefäßen des Satans. Er macht mit ihnen, was er will. Wie der Einzelne gottlos handelt, ist unterschiedlich. Manchmal beschimpft ja ein Gottloser den anderen, nicht? Weil der eine Gottlose nicht so gottlos handelt, wie der andere gottlos handelt. Aber dabei sind sie beide Gefäße des Satans, wenn sie gottlos handeln, in welcher Weise auch immer. Und sie werden missbraucht vom Satan für des satanischen Werkes. Und durch dieses Werk, was der Satan in diesen Gefäßen tun will und tut, sollen die Verheißungen Gottes verhindert werden. So, dass, wenn es möglich ist, sogar die Gläubigen sagen, wo ist jetzt Gott? Und ich habe das öfter sogar aus dem Munde von Christen gehört, die Jahrzehnte Christen sind und dann in Schwierigkeiten gekommen sind, äußere Nöte und dann so etwas aussprachen. Das ist das Ziel des Satans. Allerdings, wir beobachten, und das sage ich auch hier mal als Vorspann für das, was wir im Kapitel 12 der Apostelgeschichte gelesen haben, beobachteten wir ja, dass gerade die, die materialistisch, gottlos geprägt sind, schlussendlich sich selbst und das Volk ins Verderben bringen. Der Kommunismus konnte nicht siegen. Herodes Agrippa I., also Enkel des Herodes des Großen, Sohn des Aristobulus, Edomiter und somit Nachkomme Esaus, wurde von demselben Geist der Ablehnung gegen Gottes Segnungen getrieben wie seine Vorfahren. Die Sünde und der Hass gegen Gottes Segnung und seine Gemeinde gehen immer weiter in den einzelnen Menschen und Generationen, wenn nicht durch Buße die Fluchlinie beendet und durchbrochen wird. Wie der Großvater
schon Christus verfolgte, verfolgte nun auch der Enkel die Christen. Hier bewahrheitet sich ja auch dieses Wort, was in 2. Mose 20, 5 steht, wo der Herr spricht, ich will die Sünde der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Das heißt also, nicht nur die Bestrafung des einen aufgrund seiner Sünde bringt eine ungesegnete weitere Linie, sondern auch die Art, die er an den Tag gelegt hat, vererbt er an den Nächsten. Was der eine tat, tat der andere auch. Das können wir auch feststellen im Leben der Menschen. Die Neigungen vererben wir, die Unarten vererben wir, die Wesenszüge vererben wir. Wir wundern uns, was in den Kindern steckt. Ja, das steckt das, was wir vererbt haben. Aber durch das Gebet, durch die Hingabe an Christus können die schlechten Dinge gebrochen werden und ein neues Wesen ans Licht kommen. Es erklärt sich also, warum jüngere Menschen einen zum Beispiel antisemitischen Geist haben, obwohl sie noch nie selber einem Juden begegnet sind. Weil die Väter auch Antisemiten waren, sind die Kinder das dann auch. Und wenn sie nicht sich beugen und zu Christus kommen, werden sie von diesem antisemitischen Geist missbraucht. Nur durch Loslösung von dem sündigen Verlangen in der unterschiedlichen Weise im Namen Jesu ist ein Bruch mit dem falschen Geist möglich. Also wir sehen hier Herodes, die ganze Nachkommenschaft macht weiter wie der Großvater. Ja? Und erst wenn die Freiheit entstanden ist durch Buße vor Gott in Jesus Christus, dann erwächst ein neues, so wie es Paulus auch in Epheser 1 beschrieben hat, Vers 7 und 8, wo er den Ephesern bescheinigt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich widerfahren lassen hat in aller Weisheit und Klugheit. Und Vers 15, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus, von eurer Liebe und zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das ist was Neues. Ja, wenn diese Linie, diese Fluchlinie durch die Bekehrung zu Jesus Christus gebrochen wird, dann offenbart sich erst der neue Weg, auch Jesus kennenzulernen. Das ist bei dem einzelnen Menschen auch so. Nicht nur bei dem Herodes damals, sondern das ist auch in unserer heutigen Zeit so. Viele gehen mit Belastungen durch diese Zeit und haben keine Buße darüber getan. Wenn sie sich aber lossagen im Namen Jesu, kriegen sie neues Licht. Sie sehen die Welt anders. Sie sehen sie nicht mehr so, wie sie vorher im Kampf gestanden haben, Böses gegen Böses, sondern sie verbreiten Liebe, sie verbreiten Freundlichkeit und Einladung zu Gott, weil sie Jesus kennenlernen. Und sie wollen das tun, was Jesus will. Also diese Verfolgungslinie setzte sich zu allen Zeiten fort. Wir können das mal kurz durchsprechen. Ich lese das nicht, aber ihr kennt ja auch die biblischen Gegebenheiten. Schon Kain verfolgte Abel, den Gesegneten. Ja, Kain war böse, er war materialistisch gesinnt und er verfolgte Abel, schlug ihn tot, weil er mitkriegte, der wurde gesegnet, der hatte ein ganz anderes Wesen. Ham lehnte sich auch auf gegen Sem. Ham hatte auch ein fleischliches Wesen und er wurde dadurch auch unter den Fluch gesetzt. Ismael war gegen Isaak
Ismael wurde genannt Spötter, Gottloser. Und er kämpfte damals wie auch heute gegen Isaak. Esau war gegen Jakob und wollte ihn töten. Wir lesen in 2. Könige 16 zum Beispiel Vers 5 und auch in Jesaja 7, 1 bis 9, dass das Nordreich Israel gegen das Südreich war. Die führten Krieg gegen die eigenen Brüder, weil die Brüder in Judäa gesegnet waren und sie im Norden waren ganz dem Götzendienst verfallen. Die Heiden waren immer gegen die Juden. Die Nationen waren immer gegen Israel. Satan ist immer gegen Gott. Das heißt, Fleisch ist immer gegen den Geist. Darum sagte der Apostel Paulus in Galater 4, 29, so wie der nach dem Fleisch geboren war, den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, geht es auch jetzt. Fleischliche Gesinnung streitet immer gegen geistliche Gesinnung. Galater 5, Vers 17, diese beiden sind immer gegeneinander, Geist und Fleisch. Oder in Römer 8, Vers 6, fleischlich gesinnt sein endet im Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Somit verstehen wir also die Verfolgung durch Herodes Agrippa den Ersten als eine natürliche Folge der fleischlichen Gesinnung. Und alle, die gleichgesinnt waren, fielen ihm zu. Und denen wollte er die Freude machen, den Petrus auch noch zu töten. Den fleischlich Gesinnten, die sich darüber freuten. Nicht alle in Israel waren so gesinnt, aber es gab viele, die dem Regenten zujubelten. So ließ er also nach der Enthauptung des Jakobus auch Petrus gefangen setzen. Aber um die Traditionalisten, man muss das einfach auch mal hier sehen, wie schlau der Teufel vorgeht, um die Traditionalisten in ihrer religiösen Ausübung nicht zu stören und ihre Gunst nicht zu verlieren, vollzog er das Urteil an Petrus nach dem Fest, also wollte es nach dem Fest erst tun. Er nahm Rücksicht auf die Zeit der süßen Brote. Denn die, die ihm zujubelten, feierten das ja auch, das Fest. Und wenn er das mitten im Fest gemacht hätte, dann hätte er sie gegen sich gehabt. Aber er wollte sie für sich behalten. Sie haben sich gefreut, die Traditionalisten, dass Jakobus getötet worden ist. Und sie wären auch dankbar, wenn Petrus ausgeschaltet worden wäre. Aber das Fest wollten sie doch nicht gestört wissen. Das ist doch so wichtig. Und das können wir auch in der Vergangenheit ja deutlich ablesen und manchmal auch in unserer Gegenwart. Die Hitler-Schergen haben getötet, wo sie nur konnten und zugleich Weihnachten gefeiert. Wir merken diese Parallele. Ja, die haben dann Weihnachtslieder gesungen, Geschenke den Kindern ausgeteilt und nebenbei haben sie ein paar Juden erschossen. Das kann man alles machen. Auch heute können viele Traditionalisten feiern ihre Feste, aber im Alltag übervorteilen sie den Nächsten, klagen ihn an, verklagen ihn, verfolgen ihn und so weiter. Ist alles möglich. Herodes, aus der Schleue des Satans heraus, achtete darauf, dass er diese Traditionalisten nicht verliert, sondern er überließ sie ihren Festlichkeiten erstmal, um anschließend sie mit dem Tod von Petrus zu erfreuen. Denn wenn der Glaube an Gott nicht das ganze Herz erfüllt, bleibt der Mensch nur einer, der den Traditionen nachfolgen kann. Er hat nichts anderes. Und er bleibt dabei ein Kämpfer gegen Gott. Das müssen wir auch sehen. Denn die Tradition bringt nicht in den Himmel. Sie ist nur ein äußerer Ablauf, der dem Menschen sogar hinderlich im Wege stehen kann. Ich habe ja so manche Israel-Reise mitgemacht und dann habe ich auch die Gläubigen in den Bussen immer erlebt.
Und da waren einige dabei, die waren immer sehr klug und wollten sehr klug sein und alles übers prophetische Wort wissen. Ja, sie so wollten beachtet werden. Aber in den grundlegendsten Verhaltensweisen versagten sie. Waren egozentrisch, wollten gehört werden, stritten, wollten unbedingt einen Fensterplatz, traten nie zurück zugunsten des anderen. Und da kam in mir auch das so mal auf, da sagte ich dann auch zu meiner Frau, weißt du, mir ist es so, ich würde am liebsten nie mehr übers prophetische Wort reden. Die Leute fütterst du bloß damit, aber sie leben nicht mit Christus. Sie füttern nur ihren Geist, aber sie bleiben in der Tradition stecken. Das Leben fehlt. Ich möchte, dass sie doch lieber mal erkennen, mit Christus zu leben, bevor sie mal ihren Geist füttern mit prophetischen Aussagen. Das erlebte ich immer wieder und das machte mich sehr traurig. Aber so ist das auch damals schon gewesen und so ist es auch bei vielen heute. Doch Gott, der Herr, steht über allem und das ist hier auch in der Apostelgeschichte deutlich geworden. Es hieß ja, dass Petrus zwar im Gefängnis war, er wurde stark bewacht, ja, 4x4 Leute hatten ihn dort zu bewachen, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören. Predigt, Verkündigung des Evangeliums war das. Lebendige Gemeinde Jesu hat immer durch den Heiligen Geist Vollmacht, das Böse nicht regieren zu lassen oder zu akzeptieren, sondern zu beten. Die Menschen sollten aus dem Verderben des Satans herausgenommen und herausgerissen werden. Darum betete die gläubige Gemeinde um Erfüllung dieses Willens Gottes. Gott will, dass den Menschen geholfen wird. Und das Evangelium muss weitergehen. Der Apostel darf jetzt nicht getötet werden oder eben auch die anderen Gläubigen in hoher Position, wodurch vielleicht das Evangelium zurückgedrängt würde und die Gemeinde sich zurückziehen würde. Sie beteten im Willen Gottes. Das Evangelium muss weitergehen, Herr. Es geht nicht nur um die Person des Petrus, sondern um seinen Auftrag. Denn wer Gottes Willen für sich erkannt hat und überhaupt erkannt hat für die Welt, ist sicher, dass dieser Wille gut ist und für alle Menschen gilt. Gläubige beten deshalb anhaltend nicht nur um Erfüllung ihrer eigenen Wünsche, sondern um das, was Gott dem Heiligen entspricht, seinem guten und vollkommenen Willen. Das ist das Gebetsanliegen. Paulus hat es ja später an Timotheus auch geschrieben und sagt, betet zuerst für alle Menschen, das ist Gottes Wille. Er hätte auch sagen können, habt ihr das vergessen, seid ihr mit euch jetzt so beschäftigt? Betet für alle Menschen, für alle. Und da hat er nicht gesagt, also für die einen nicht und für einen dann ja, sondern für alle. Das ist Evangelium, das ist Dienst am Evangelium. Wir können somit also jeder widrigen Situation entgegentreten und können sagen, wie schlecht es auch äußerlich aussieht. Petrus war im Gefängnis. Es ist zwar so, aber ich bete. Das war das, was hier in Jerusalem stattfand. Petrus war zwar im Gefängnis, aber die Gemeinde betete. Verschlossen. Aber wir beten um offene Türen. Und darum wird es auch anders. An die Philipper schrieb ja der Apostel Paulus in Kapitel 4, Vers 6, sorget nicht, sondern alle Sorgen bringt im Gebet mit Danksagung vor Gott heraus. Obwohl also in der 5. Verfolgungswelle der Satan den Gnadenverheißungen für alle Menschen, für die Menschen, die Jesus Christus folgen wollten, entgegenwirkte,
offenbarte der Herr durch seinen Engel, dass er zu seiner Gnade immer steht und immer treu steht. Fünf Dinge tat der Engel oder beauftragte der Engel an Petrus. Als der Engel erstmal eintrat, wurde es plötzlich Licht. Die Dunkelheit wurde erhellt. Auch die persönliche Dunkelheit, in der wir uns da manchmal befinden, wenn wir beten, wird sie hell. Wir wissen zwar noch nicht, wo uns das Licht hinführt, aber wir wissen, dass der Herr da ist. Neue Hoffnung bricht auf. Hoffnung auf Hilfe. Das Zweite, steh auf, wach auf. Jetzt kommst du wieder mit auf dem Weg der Gemeinschaft mit Gott. Aus dem Schlaf sollte er aufstehen, denn Schlaf ist ja dann in diesem Sinne so ähnlich, auch wie die Jünger in Gethsemane schliefen, eine Form der Resignation und der Traurigkeit. Wer traurig ist, schläft ein. Er zieht sich innerlich zurück in sein Schneckenhaus und schläft ein. Wach auf, es geht weiter in der Gemeinschaft auf dem Wege mit dem lebendigen Gott. Und dann redete er mit Petrus und gab ihm neue Perspektiven. Der Herr öffnete in der dunklen Stunde seines Lebens neu das Wort. Er gab ihm Befreiung von den Hindernissen, die Ketten fielen ab von alleine. Und er führte ihn aus dem Gefängnis, die Tür tat sich von selber auf. Hier können wir also auch das Wort Jesu verstehen in Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das spielte hier sich ab und das ist Evangelium, das ist Botschaft, die die anderen mitkriegen sollten, um sich auch zu diesem Gott zu halten. Es gab neue Vollmachten. Petrus bekam die Vollmacht und neue Aufträge, den anderen mitzuteilen, was Gott an ihm getan hat. Diese Gnade Gottes, und das soll uns auch wichtig sein in unserer Zeit, die wir oftmals sehr schreckhaft sind im Blick auf das, was um uns herum passiert. Auch Christen können da sehr schreckhaft sein und lassen sich sehr leicht in negatives Denken hineinbringen. Die Gnade Gottes kann durch keine Macht der Welt aufgehalten werden. Keine Macht der Welt. Wer Gottes Gnade der Vergebung in Jesus Christus sucht, wird sie unbedingt finden. Matthäus 7, Vers 7 sagt der Herr, wer mich sucht, der findet. Oder auch in Jeremia 29, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Überhaupt kein Problem, egal was passiert in dieser Welt. Egal. Keiner wird dieses Suchen aufhalten können und die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Der Engel ging mit Petrus von diesen bewachenden Soldaten hinweg, durch die erste Hüterschar, dann die zweite und dann durch die eiserne Tür, die sich ja von selber öffnete. Petrus, der nun errettet war aus der Hand des Herodes, ja, wir können sagen, aus der Hand des Feindes, wurde dahin geführt, wo die Ehre Gottes gesucht worden ist und erfahren wurde, nämlich zu der Gemeinde. Und das bedeutet ja auch, wenn ich aus der Finsternis herausgeholt werde, mich bekehrt habe, führt mich Gott zu den Mitgläubigen in die Gemeinde. Wir gehören dann an den Ort, wo die anderen Gläubigen sind, die auch Jesus erfahren haben. So wurde Petrus gleichsam dahin geführt, um die Kunde, wie groß Gott ist, ihnen stärkend und segensreich mitzuteilen. Wir sehen also, dass jeder Mensch, der diese Gnade der Vergebung der Sünde empfangen hat, zu einem großen Gefäß der Gnade in die Gemeinde geführt wird. Und in dieser Gemeinde darf er mitdienen durch Zeugnis, mitdienen durch Überwindung des Bösen, mitdienen durch gemeinsame Freude auf die Wiederkunft des Herrn. Denn der Herr hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Ihr habt keinen Grund mehr zur Klage. Die Welt ist überwunden.
Aber eins fand ja auch noch statt, was uns ja manchmal auch passiert. Obwohl die Gemeinde ohne Unterlass betete, waren sie überrascht, dass das Gebet erhört wurde. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ja, wieso denn nicht? Haben doch gebetet. Plötzlich steht Petrus vor der Tür, klopft an. Die Magd Rode hört das, dass seine Stimme, vor Freude hat sie nun nicht aufgemacht. Aber die anderen, denen sie das erzählte, sagt, nein, das kann nicht sein, das ist er nicht. Das ist nur sein Geist. Ja, haben wir nun gebetet oder haben wir nicht gebetet? Geht es uns nicht auch oft so? Wir beten, aber im Verborgenen, im Herzen, erwarten wir gar nicht die Erfüllung, weil es unmöglich ist. Wir beten, na ja, wir sollen ja beten, aber eigentlich kann das nicht verändert werden. Und Gott überführt uns dann und überführte die Gemeinde zu Jerusalem auch und sagt, wieso? Wenn ihr betet, warum kann das dann nicht stattfinden? Dann müsst ihr auch hoffen, dass es stattfindet. Die Erfüllung und Erhörung unserer Gebete hat nämlich auch zur weiteren Konsequenz, dass wir dadurch, dass wir die Erfüllung erlebt haben, noch tiefer in der Hingabe vor dem Herrn sein wollen. Dass wir merken, er will uns noch mehr geben. Erhörtes Gebet ist ja kein Freibrief dazu, das eigene Leben jetzt unbeschwert weiterzuführen, sondern aufgrund dessen noch tiefer in die Gemeinschaft mit dem Erlöser zu treten. Die Freude am Herrn verdrängt dann nämlich das Entsetzen über das Böse, über das eigene Leben. Wir brechen wieder auf zu neuen Ufern. Und das Letzte, handeln wir im Glauben und beten in allen Dingen, dann verhelfen wir uns und unseren Glaubensgeschwistern zu neuen Segenswegen und können den suchenden Seelen echt begegnen, weil wir wissen, was wir erlebt haben. Petrus war frei, das Evangelium zu predigen. Die anderen Apostel wurden ermutigt durch diese Tat, die Gott getan hat. Und sie wurden noch desto gewisser in ihrem Dienst und in ihrem Auftrag und sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, wovor sollen wir uns da noch fürchten? Gläubiges Handeln und gläubiges Beten bringt uns vermehrte Kraft zum Durchhalten, aber schafft auch Verwirrung unter den Feinden. Die wissen gar nicht mehr, was los ist. Ja, da haben wir sie so bedrängt und nun ist alles ganz anders. Die sind ja immer noch froh. Wo ist denn der Petrus geblieben? Eine große Verwirrung war unter denen entstanden. Gibt es denn sowas? Ja, da reicht ja unsere Kraft, hätten sie sagen, gar nicht mehr aus, um den Nächsten zu beherrschen. Da scheint ja eine andere Kraft vorhanden zu sein. Wenn wir also so leben im Vertrauen auf den Herrn, verwirren wir auch, die uns feindlich gesinnt sind. Und sie lassen nach und nach ab von uns, weil sie merken, dass sie nichts ausrichten können. Das heißt doch, wir sind berufen, nicht Krieg zu führen, sondern im Sieg zu leben. Nicht im Kampf gegen das Böse zu stehen, sondern im Frieden Jesu zu bleiben. Das ist unterschiedlich, ja? Jesus Christus ist und bleibt der Sieger in jeder Not. Das sollte die wachsende Glaubensgemeinde zu Jerusalem damals lernen und auch wir ganz neu. Jesus ist der Herr des Lebens. Er sorgt für die Seinen und erhält das Leben, das er gegeben hat. Gottes Macht kennt keine Grenzen. Das können wir neu aus diesem Text für uns mitnehmen.